Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Also von mir gibt es aber heute noch keinen Wochenabschluss. Ich wollte euch nur, ja, einmal ein, wie nennt man das denn, eine Einleitung geben, weil ich wollte jetzt dann das Video fertig machen, was mein Sohnemann denn alles so von dem 1. bis zum 8., also heute ist ja der 8., alles so drinne hatte. Ja, ich wollte mich nur nochmal melden. Vielleicht habt ihr auch das kleine Video gesehen, was ich mal ausprobiert habe. Ja, also ich hänge dann jetzt gleich. Ach so, ja, ich habe jetzt gerade auch alles fertig gemacht, alles abgerechnet. Ich war ja diese Woche echt voll beschäftigt, habe noch die restlichen Weihnachtsgeschenke besorgt. Habe sie gerade noch alles eingepackt. Es liegt alles schon unterm Baum. Es ist fertig. Ich wollte jetzt einfach eine Woche vor Weihnachten fertig sein. Also ich denke, dass da jetzt nichts mehr anfällt. Ich habe soweit alles besorgt und alles ist fertig. Ja, genau. Also ihr seht dann im Anschluss die Abschnitte von den Adventskalender von meinem Sohn. Vielleicht werde ich das dann auch, ich weiß nicht, könnt ihr mir dann in den Kommentaren einmal da lassen, ob euch das vielleicht interessieren könnte, ob ich dann jeden Tag vielleicht so ein Shorts machen sollte bei YouTube. Also diese Kurzvideos erstellen. Also nur, dass er dann halt nur die Kalender öffnet, aber ich weiß halt nicht, ob euch das so gefällt, jeden Tag dann so ein Video, Kurzvideo zu haben, oder soll ich das lieber, wie ich das jetzt mache, so in die Länge, also immer ein paar Tage hinterher. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das in einem Video mache, die anderen Videos, also wo mein Sohn die öffnet, die Kalender, ist das ja auch nur ganz kurz, also denke ich auch nicht, dass das allzu lang wird. Genau. Den Wochenabschluss werde ich dann, also ich habe ja gesagt, dass ich, heute ist Donnerstag, genau, dass ich dann jetzt die Tage noch benutze bis Freitag. Freitag werde ich dann meine Woche abschließen, so dass ich Samstag wieder neu einkaufe für die nächste Woche. Genau, ich denke, so fahre ich besser und ich denke, das ist auch gut so, dass ich das so mache, sonst komme ich so durcheinander. Aber ich denke, das sollte so klappen. Ja, also dazu, das war's. Also im Anschluss seht ihr dann die ganzen Auspackvideos von meinem Sohnemann. Ich hoffe, euch gefällt das. Ja, auch mal was ganz anderes. Aber wir sehen uns dann. Entweder lade ich das Video noch Freitag hoch oder sonst am Samstagabend. Mal gucken, weil ich muss ja Freitag und Samstag noch arbeiten. Da muss ich dann auch mal sehen, ob ich da die Zeit finde, irgendwie das abzudrehen. Aber genau. Und noch eine Kleinigkeit. Ich bin auch noch auf der Suche nach ein paar Kleinigkeiten für das Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ob ich das noch nächste Woche schaffen werde, so dass ich vielleicht das oder die Gewinnerin vielleicht das noch bis zu Weihnachten bekommen könnte. Aber da muss ich dann mal sehen, wie ich das hinbekomme. Ja, vielleicht könnt ihr mir dann noch mal so einen Tipp geben, was ihr vielleicht oder was ich vielleicht machen könnte. Vielleicht eher was für die Umschlagmethode, oder ich denke, das ist gut für die Umschlagmethode etwas und dann vielleicht für euch noch was extra, was ja, was euch vielleicht noch gut tut. Ja, mal gucken. Ich lasse mir noch was einfallen und wenn das nicht klappen sollte bis zu Weihnachten, dann werde ich das im neuen Jahr machen. Aber ich versuche mein Bestes und ja, auf jeden Fall sage ich Bescheid, wenn ich das Gewinnspiel starte. Genau. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss und bis Freitag oder Samstag. Und im Anschluss kommen dann die ganzen Videos.
Ciao, Kakao. Bis dann. Tschüss. Los, weiter geht's. Sag mal her, was ist das denn? Ein Hip-Hop-Chums. Kann bis zu 1,80 Meter hochspringen. Und süßes. Okay, das ist das Erste, was er in sein erstes Türchen hatte. Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss, habt einen schönen Tag. Tschüss. Hallo ihr Lieben, Tag. Tag 2. Du darfst loslegen. Die zwei, das musst du nicht immer unbedingt abmachen. Aber das heben wir uns auf, weil wir das nicht. Das können wir ja für das nächste Jahr wieder einfach verwenden. Wenn ihr euch nächstes Jahr wieder einen selbstgemachten Kalender wünschen könnt. Wow, ein Mikado-Spiel. Cool. Und wieder Süßigkeiten. Ja, das war jetzt in der Zwerg drin, was ich ihm gekauft habe. Genau. Das heißt, wir können dann heute Nachmittag loslegen und spielen. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo ihr Lieben und willkommen zu Tag 3. Und du darfst loslegen. Mal gucken, was du heute so drin hast. Oh, zeig mal her, was hast du denn da? Wow, ein kleines Tischtennisspiel. Das können wir nachher gleich mal ausprobieren. Ja, das ist also das nächste, was er im Adventskalender drin hat. Okay. Ciao. Okay, nochmal. Fingerfußball. Könnt ihr ja gleich spielen. Guten Morgen, ihr lieben Leute. Und willkommen zu Tag 5. Du darfst aufmachen. Ich bin genauso gespannt wie du. Weißt du, was das ist? Das ist eine Zahnputzuhr. Die musst du dann immer umdrehen und dann musst du so lange putzen, bis der Sand durchgelaufen ist. Ja. Und ich denke, sowas brauchst du. Okay. So, das war Tag 5, was ich da reingetan habe. Ciao, Leute. Willst du auch Tschüss sagen? Tschüss. Guten Morgen, Leute. Und willkommen zum 6.12. So, du darfst aufmachen. Heute brauchst du mal keine Schere, ne? Zeig mal her, das coole Teil. Gib mal her. Ja, ganz bewusst in die Box getan. Weil er eine neue Flasche brauchte für die Schule und er sich eine größere gewünscht hat.
Ja, und die war im Angebot. Jo, freust du dich? Ja. Cool, ne? Kannst auch gleich mit in die Schule nehmen. Oder? Mhm. Dein Gesicht sagt aber was anderes, oder? Nee? Okay, und wir gehen jetzt nach unten gucken, ob der Nikolaus auch unten war, bei den Schuhen. Ciao, Leute. Bis dann. Tschüss. Sagen. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu Tag 7. Ist das eine 7? Sieht doch wie eine 1, ne? Nee, ist eine 7. Okay, darf's aufmachen. Knietschewurm. Den ganzen Knietschen. Den ganzen Tag knietschen. Genauso. Oh. Oha. Wie lange kann man den ziehen? Einen ekligen Knietschewurm. Gut für dich, für die Hände zu nutzen. Okay, das war's, Leute. Tschüss. Ciao, Kakao. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Und? Tag? Ah. Darf's aufmachen? Ich bin selber so gespannt, was da drin ist. Spielen können. Yay. Ist das cool? Mhm. Das können wir heute Nachmittag dann mal spielen. Mal gucken, wie das funktioniert. Gefällt dir das? Oder bist du noch müde? Mhm. Okay, das war das achte Türchen mit ein paar Süßigkeiten und dieses Spiel. Ciao. Tschüss.